Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück in unserer SIR, unserer sozialistischen Inselrepublik Rügen. Und ja, dieses Spiel Workers and Resources. Wenn man denkt, man hat soweit alles im Griff, dann tun sich plötzlich neue Probleme auf. Schaut euch das mal an. Hier diese neu errichtete Tankstelle, die eigentlich für die Bauindustrie sein soll. Alle fahren sie jetzt hier hin. Und warum? Weil das der einzige Ort ist, aber auch nicht mehr lange, wo man noch Treibstoff bekommen kann. All unsere anderen Tankstellen, nämlich diese hier, eine andere hier hinten und auch die bei dieser Bauindustrie, die sind alle leer. Das heißt, unser Einfuhrbüro für Treibstoff kommt nicht mehr hinterher und da müssen wir natürlich was machen. Und zwar werden wir zuallererst, das war nämlich dieses hier, das werden wir mal umbenennen. Das wird jetzt nicht mehr das für Treibstoff sein, das ist jetzt nur noch Chemikalien, Kohle. Und Kies holt er, meine ich auch, ne? Chemikalien, Kohle. Und Kies, ja. Genau. Und dann werden wir an das Fahrzeug hier. Ne, das ist jetzt das Falsche. Genau, die Zisterne, den werden wir hier hinbringen. Und hier. Oh Gott. Oh Gott, jetzt bricht alles zusammen, Leute. Scheiße. Weil die ganzen Fahrzeuge jetzt tanken sind, haben wir hier keine Arbeiter mehr. Oh mein Gott. Und damit keine Stromversorgung und so weiter und so fort. Wir müssen mal kurz hier auf den Import gehen. Nur kurz. Und werden jetzt mal hier soweit alles vorbereiten und dann weiterlaufen lassen und hoffen, dass das funktioniert. Wir werden hier ein Fahrzeug kaufen und zwar. Jetzt sag nicht, dass das nicht geht. Das ist doch ein Vertriebsbüro. Ja, Öltank. Okay, ich habe jetzt gerade nach Zisterne gesucht. So, was haben wir hier für Fahrzeuge? 70, 60. Ah, der ist schon ziemlich gut, ne? Wir kaufen den. Und hier nehmen wir Treibstoff raus. Und damit können wir auch diese ganzen Feuerwache, Tankstelle, Polizeistation. Nee, die Wasseraufbereitung nicht. Die Geheimpolizei. Die Bürgerwache. Ach, das Einfuhrbüro. Okay, ja. So überall da, wo. Was sollst du denn hier entladen? Ah, Chemikalien, klar, in der Stofffabrik. Im Heizwerk Kohle. Hier haben wir die nächste Tankstelle. Kieslager Kies und hier haben wir die nächste Tankstelle. So, und jetzt müssen wir es mal durchgehen. Könnte es tatsächlich auch die mit beladen? Einfuhrbüro Pflanzen. Einfuhrbüro Bürgerwaren, die gehen nicht. Das könntest du auch, denn das macht ja keinen Sinn. Dann. Oh Leute, ich mach mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Oh, die ist fertig. Dann kann die eigentlich weg. Die brauchen wir dann nicht mehr machen. Das haben wir. Überhaupt. Weil die tanken kann. Hier. Und die hier hinten. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergehen soll.
Denn der selber, den wir jetzt hier neu gekauft haben, das Fahrzeug, das muss ja auch erstmal tanken. Wobei ein bisschen Treibstoff hat er. Oh, oh, oh. Strom sollte jetzt da sein. Alles bricht jetzt gleich zusammen, auch die Wärmeversorgung, weil die Autos nicht tanken können. So, was macht er jetzt? Schleichen. Hier ist jetzt die Produktion auch gestoppt. Ja, und jetzt steht er hier, ne? Jetzt stehen sie hier beide. Weil sie nicht wissen, dass sie Treibstoff beladen sollen. Beladen Treibstoff. Und entladen Kleidung. So, so muss es doch jetzt sein. Beladen Treibstoff. Dann müssen wir jetzt sofort losfahren. Oh ja, bitte. Sie tun es auch. So, Kleidung entladen. Hier sollst du Kleidung beladen. Und dann sollst du die alle beliefern. Oh Gott, das ist jetzt eine richtig kritische Situation hier. Beide fahren direkt los. Vielleicht brauchen wir noch einen. Wir gönnen uns hier noch so ein. Ah, natürlich ist jetzt erstmal wieder mega Stau an der Grenze. Wo ist er denn jetzt hingefahren? Der andere. Okay, er hat noch Benzin. Fährt hier zu der Minol. Eieieiei, das war und ist kritisch. So, nur gucken, dass wir unseren Kleidungsexport hier nicht kaputt gemacht haben. Dann können wir das noch umbenennen. Ausfuhrbüro Kleidung und Einfuhrbüro Treibstoff. Und der fährt auch direkt los. Okay, dadurch, dass die Minol dann hier beliefert ist, sollte das erstmal okay sein. Die fahren auch alle sofort dahin. Aber die müssen jetzt natürlich erstmal hinterherkommen. Ja, was die abnehmen, ist zum Glück überschaubar. Und dann würde ich auch sagen, die Minol. Nee, das ist sie nicht. Feuerwache, Polizeistation, die hier. Die befüllt ruhig mal ein bisschen stärker. So, dann hoffen wir mal, dass sich das wieder eingespielt hat. Hier sind wieder Leute. Sind die Fahrzeuge wieder auf der Route?
Wer führt zu der Bushaltestelle? Ja, alle fahren sie jetzt hier hin. Tanken sich voll. Was ein Chaos. Das hätte ja echt... Ja, 120 jetzt wegen fehlendem Arbeitsplatz, aber ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass sie nicht abgeholt werden. Okay, hier ist jetzt auch wieder genug da. Wo fährt er denn dann hin? Ach, der muss selber tanken, ja. Fährt hier hin, wo schwupp jetzt auch schon wieder nichts mehr ist. Aber du fährst hier hin, ne? Kannst dann... Nein, fahr doch hier hin. Ah ne, hier ist sie. Wo ist sie denn? Wo ist die Tankstelle? Hier. Oh Gott, das muss ich jetzt erstmal zurechtruckeln wieder. Wir brauchen dann auch dringend wieder Exporte. Aber das scheint hier ja wieder zu laufen soweit. Das Fahrzeug ist auch wieder da. Mit vollem Tank. Okay, gut, dann können wir, glaube ich, zumindest den Strom wieder umstellen. Und hier wieder auf Export gehen. Gott, was für eine Schrecksituation. Aber hier hat sich das soweit wieder eingespielt. Eigentlich war ich weiterhin dabei... Ja, hier Baubüros umzuwidmen. Oh Gott, und jetzt ist hier Riesenchaos. Hier stehen die Leute, werden nicht abgeholt. Die kommen ja gar nicht weg. Oh mein Gott. Ja, die sind immerhin schon wieder beladen. Vielleicht waren sie auch gar nicht wirklich leer. Wir können auch da einfahren zum Tanken. Das wäre doch gut. Ja, aber so langsam. Wenn die hier demnächst wieder befüllt ist. Ja, hier fehlen natürlich jetzt auch Chemikalien, logisch. Alles bricht zusammen. Jetzt haben wir hier zumindest wieder zwei Tankstellen, die funktionieren. Ja, und hier brauchst du natürlich jetzt Ewigkeiten, dass sich das wieder auflöst. Fahren sie alle hier hin. Aber zum Glück ist hier erstmal wieder ein bisschen was da. Heieieiei. Schockschwere Not. Das machen unsere gefällten Bäume, das ist ganz gut. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
Kann man nicht, du hast eh keine Fahrzeuge. Die Polizei haben wir, die Feuerwehr haben wir. Was ist es eigentlich, ne? Und die Tankstellen. Stehen sie alle hier. Und es kommt natürlich jetzt auch keiner vorbei. Oh Mann. Jetzt kommen die Fahrzeuge hier natürlich nicht vorbei. Um wieder neu zu tanken. Oder unsere Tankfahrzeuge, um wieder zur Grenze zu fahren. Jetzt geht's gleich wenigstens. Ja, einer noch. Oh Gott, Riesenschlange. Der will auch wieder tanken. Der auch. Wieso sind die denn schon wieder leer? Schafft die das noch hier? Ja, die schafft das schon, die beiden voll zu tanken. Ja, das ist jetzt das Wichtigste, dass die beiden voll getankt sind. Ja, vielleicht sollten wir uns dann insgesamt einen Gefallen tun. Hier reicht's. Dann machen wir mal die Tankstellen auf 50%. Ja, stehen sie wieder alle hier und merken, oh, schade, leer. Irgendwie ist es zum Glück, auch weil viel fußläufig erreichbar ist, ist jetzt hier nicht alles zusammengebrochen. Oh, jetzt hängen sie alle hier hinter, weil diese Walze hier tanken will. Oh mein Gott. Gut, okay, aber das Größte und Schlimmste sozusagen haben wir, denke ich, hinter uns. So, und jetzt ist hier die Straße fertig. Und weiteres Baubüro können wir momentan nicht bauen. Okay, das heißt, wir müssen erst noch mal eins umwidmen. Und ich denke, ich werde am Ende drei hier stehen lassen. Oder zwei. Eigentlich nur mit den Betonmischern und zwei Kippern. Zwei werde ich hier stehen lassen. Das heißt, wir müssen noch zwei umwidmen. Das sind jetzt die ganzen Kipper hier. Hier sind Mischer und Abgedeckte und Kipper. Das ist ja nicht ganz gut. Dann lassen wir die hier stehen. Dann nehmen wir jetzt dieses. Und sagen hier allen Fahrzeugen. Sind verflogen. Dass sie hier. Einige Fahrzeuge können nicht. Die Kräne. Müssen wir dem Kran erst sagen, dass er aufgeladen werden. Oh, Mist. Dass er aufgeladen werden soll. Jetzt haben wir es. Okay. Dann machen wir das so.
Ja, jetzt geht es, okay. Dann schicken wir die jetzt dahin. Und das andere können wir eigentlich parallel schon. Genau, das war dieses hier. Die können wir alle hier hinschicken. Schau mal, das ist schon leer. Das wird auch schon als leer angezeigt. Okay. Dann reißen wir die ab. Machen hier die Zipfelstraße weg. Und bauen sie neu auf. Und zwar dann jetzt hier auf dieser Seite. Angeschlossen werden sie an der Lehmpiste. Das reicht aus. Und dann können wir hier schon den Autosearch hochstellen. Wir können hier bei die beiden wieder mit dazu nehmen. Und dann können wir hier eigentlich schon sämtliche Quellgebäude auch einstellen. Arbeiter. Hier. Kies hier. Asphaltbeton lassen wir noch. Stahl. Hier. Fertigbaupaneele hier. Ziegelsteine hier. Bretter hier. Und mechanische und elektrische Komponenten hier. Okay, das ist das eine. Und dann das andere. Kies. Hier. Stahl hier. Ziegelsteine. Dort. Paneele. Bretter. Und die Komponenten. Okay, und dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir nur noch ein bisschen was optimieren können. Hier sind noch nicht alle Fahrzeuge hier. Hier auch nicht. Der Kran ist noch unterwegs. Und hier? Ah, Raupe und Roller. Okay, die werden noch ein bisschen brauchen. Wobei wir können. Ja, aber das ist jetzt schon mal vollständig hier. Jetzt müssen wir den Kran erst wieder aufladen. Dass man sowas dann händisch machen muss, naja. Dann schon mal dahin. Und
Weisen wir da auch nochmal alle mit zu. So, hier haben wir Bagger, Asphaltfertiger, die Raupe, Bagger. Hier haben wir einen Mischer. Der Mischer macht hier ehrlich gesagt nicht so viel Sinn. Mischer, Moment. Noch Chaos. Den holen wir mal hier hin. Dafür nehmen wir hier den abgedeckten. Weil der holt ja die Komponenten. Und der kann dann dafür dahin. Das ist schon mal eine Verbesserung. Und hier haben wir auch einen Mischer. Also das ist aber sozusagen noch zwischengespeichert. So, hier haben wir jetzt Kipper. Und hier haben wir Mischer und Kipper. Ich überlege gerade, wie wir es am besten noch aufteilen. Also wie wir es mit den Kippern am besten machen, weil die Mischer ist klar, die müssen alle hier hin, aber bei den Kippern... Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Weil oftmals... Die holen ja auch viel Kies, ne? Der muss jetzt erstmal tanken fahren. Hier kommt nämlich ein Kipper. Ja, ich glaube zwei. Ist der Mischer denn jetzt unterwegs? Bist du das? Nee. Okay, hier ist er. Können wir dem nicht eigentlich direkt sagen? Dass du da hingehen sollst? Ja. So, ihr holt ja ohnehin nur Beton und Asphalt, deswegen brauchen wir so viel jetzt hier nicht umwidmen. Wir sagen jetzt nur... Ich überlege gerade, lassen wir die hier das weiter aus dem Zollhaus holen und nur diese Kipper... Die widmen wir sozusagen um. Die bringen wir noch woanders hin. Sind jetzt alle hier angekommen? Ja. Dann können wir hier jetzt alle hier hinbringen. Also haben wir nicht noch ein Baubüro übrig? Hier haben wir doch jetzt vier. Habe ich noch eins zu wenig gebaut?
Nee, 7. Also hier haben wir 4. Hier haben wir 2. Wo ist unser siebtes? Irgendwie waren wir doch so. Ach, natürlich. Das ist das mit unseren Arbeitern. Ja, das bleibt doch erstmal, wo es ist. Das ist sinnig. Okay. Nee, dann ist das alles richtig. Ja, und ich bin immer noch hin und her gerissen, wie wir es machen mit dem Kies. Wir sagen denen jetzt, die bleiben hier einfach stehen. Die sollen nur Kies bitte. Das können wir dann schon sauber machen. Arbeiter holt ihr hier. Kies holt ihr. Dann bitte demnächst hier. Asphalt, das bleibt da. Stahl holt ihr hier. Ziegelsteine hier. Okay. Und dann lassen wir das andere mit den Kippern auch noch hier stehen. Die sind jetzt ohnehin gut beschäftigt. Aber auch da machen wir nochmal die Zuarbeit, die Zuordnung. So, Asphaltbeton, das bleibt. Okay, und dann hoffe ich, dass wir hier auf diese Art und Weise eine Verbesserung bewirkt haben. Schau nochmal, dass wir hier sie alle dabei haben. 7 Stück, ja. Dann passt das und dann können wir diese Depots auch erstmal wieder wegnehmen. Ja, und die scheinen hier momentan nicht so viel zu tun zu haben. Hier ist auch noch ein Mischer. Naja, okay. Gut, der muss dann halt weite Wege fahren. Oh, aber hier. Schaut mal, die Straße ist schon fertig. Vielleicht können wir da demnächst nochmal eine ganz große Umsortierung machen. Das wäre ja eine schöne Sache. So, wir schauen mal auf unsere Tankstellen. Nochmal zum Abschluss. Aber ich glaube, das hat sich wieder eingerenkt. Die wird nicht mehr beladen und kann dann auch weg. Hier stehen einige Leute, das ist gut. Die ist voll. Die ist ausreichend voll, sehr gut. Okay, und hier stehen auch. Was willst du holen? Holz, ist es schon wieder soweit? Dass wir nicht genug Holz haben. Sicherlich ein bisschen anders. Die soll doch aus dem Holzlager Holz holen ab 0%. Tja, machen sie aber irgendwie nicht so richtig.
Okay, gut. Letzter Blick aufs Kraftwerk, auch alles in Ordnung. Hier das Holzlager. Okay, wir schauen mal auf die Bilanz. Ja, Februar viel ausgegeben, aber ich glaube, das war primär der ganze Treibstoff, den wir gekauft haben. Ich glaube, im Großen und Ganzen wird sich das jetzt wieder einspielen und ich hoffe, dass wir jetzt hier mit diesen Anpassungen, die wir gemacht haben, weiterkommen. Wie hast du denn deine Paneele da gelagert? Okay. Ja, dass wir hier auch mit unseren Bauarbeiten besser und schneller vorankommen. Ah, der hat jetzt hier Kies beladen. Der will auch Kies haben. Ja, das Kieslager, das ist nicht so groß. Da müssen wir noch mal ein bisschen mehr reinbringen. Ah ja, und hier wollten wir noch einen Kipper kaufen. Zwölftausend. Ah. Ist aber gerade mal wieder ungünstiger Zeitpunkt. Wir machen das jetzt. Und dann so das hier ruhig zu 80% füllen. Hat jemand was zu verkaufen? Ah, der ist der nächste wieder. Ja, das warten wir nochmal ab. Oh, du hast Kleidung, sehr gut. Kleidung scheint auch wieder teurer geworden zu sein. Weil das ist natürlich so der nächste Worst Case. Wenn jetzt hier, wir können ja mal gerade gucken. Genau, Gießquelle ist leer. Das darf natürlich nicht sein. Hattest du nicht auch einen Kipper? Du hattest auch einen Kipper, ne? Dann sagen wir denen mal als einzigen, dass sie Kies. Hier herholen sollen. Nochmal so als Notfall. Okay. Dann denke ich, können wir ganz zufrieden sein und die Bauarbeiten hier gehen auch ja, primär an den Straßen, aber ich glaube auch hier im Untergrund ist schon ein bisschen was fertig. Ja, gehen gut voran. Wir können noch mal gucken. Werden hier noch mal ein paar Baustellen zuweisen. Ja, und wenn die fertig ist, dann können wir einiges noch mal optimieren. Gut, okay. Langsam aber sicher kommen wir hier weiter voran und bei strömenden Regen sage ich bis zum nächsten Mal, macht es gut, euer Henri.